Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Nothing at all. Nothing at all. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, dieses Jahr sind nicht bloß Ortschaftsratswahlen, nicht nur Gemeinderatswahlen, aber auch nicht bloß Kreistagswahlen, sondern auch Wahlen zum Europäischen Parlament. Und gerade ich als Landwirt freue mich richtig, dass ich euch heute eine Frau ankündigen kann, die auch noch Bäuerin ist. Sie ist auch die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, mit ihrer monatlichen Zeitschrift Die Bauernstimme, kann ich jedem empfehlen. Unsere grüne Kandidatin fürs Europäische Parlament, Maria Heubuch. Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Sehr verehrte Ehrengäste, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt als Bäuerin begrüßt worden bin. Oliver hat gesagt, Landwirtin. Landwirtin ist ein bisschen sperrig. Landwirtin, das ist so der Ausbildungsberuf. Aber Bauer oder Bäuerin, das ist ein Stück mehr, weil man da das ganze Leben reinhängt. Und darum finde ich es immer ganz schön, wenn da steht die Bäuerin aus Leidenschaft. Ich glaube, das passt auch ein bisschen zu mir. Der agrarpolitische Start jedes Jahres ist eigentlich immer die Eröffnung der Grüne Woche Mitte Januar in Berlin. Hier gibt sich die internationale Agrarwirtschaft, aber auch die internationale Agrarpolitik in Stell dich ein. Und es ist immer spannend, dort zu sein und zu hören, wer sich wie positioniert, mit welch wohligen Worten die Agrarindustrie, Größenwahnsinn, Intensivierung gepriesen wird und wie die Problemfelder dann auch dabei immer umschifft werden. Und was für Windungen so manche Redner und Rednerinnen machen, um der aktuellen öffentlichen Debatte auch aus dem Weg zu gehen oder diese für sich zu interpretieren, für die eigenen Interessen. Nur der Bauernverbandspräsident, unser Herr Ruckwitt, der spricht da immer Klartext. Der nennt Begriffe wie Agrarindustrie und Massentierhaltung ganz einfach Kampfparolen. Er stellt klar, Massentierhaltung in Deutschland gibt es nicht. Und die Kritik, die ist lediglich dazu da, um rechtschaffende Bäuerinnen und Bauern zu diffamieren. Und mit solchen Leuten will er einfach nicht mehr reden. Und er meint damit die Veranstalter, die Organisationen und die Demonstranten von Wir haben es satt in Berlin. Und waren es am 22. Januar vor 4 Jahren bei Eiseskälte über 20.000 Menschen, die für eine echte Agrarwende auf die Straße gegangen sind, haben wir jetzt am 18. Januar weit über 30.000 Menschen gezählt, die sich für Wir haben es satt stark gemacht haben. Und darunter... Und darunter habe ich viele Bäuerinnen und Bauern gefunden. Über 70 Traktoren. Also rechtschaffende Bäuerinnen und Bauern, die sich offensichtlich nicht von den Demonstranten bedroht fühlen, sondern viel eher von den Veränderungen und von den Entwicklungen bei uns innerhalb der Landwirtschaft. Minister Friedrich AD, muss man ja jetzt sagen, sein Innenminister hat ihn selber eingeholt. Minister Friedrich war in seiner Wortwahl sehr viel vorsichtiger. Er wolle über die Chancen und Probleme einer modernen Agrarwirtschaft mit der Gesellschaft in einen Dialog treten. Und er möchte die Proteste ernst nehmen, hat er uns wissen lassen. Und im Koalitionsvertrag hat man deshalb eine Tierwohloffensive festgehalten. Genauer definiert hat man das ja nicht.
Doch wenn die Erzeugung von Tierprodukten mit einer starken Exportorientierung weiterhin leistungsfähig bleiben soll, dann lassen sich grundlegende Verbesserungen im Sinne des Tierschutzes in absehbarer Zeit kaum durchsetzen. Genau das hat Friedrich gegenüber Top Agrar am Rande der Grünen Woche gesagt. Und man müsse an der öffentlichen Wahrnehmung ansetzen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen davon überzeugt werden, dass auch intensive Produktionssysteme tiergerecht sein können. Alles klar? Es geht nicht um Tierwohl in dieser Offensive. Es geht um große Mengen, es geht um billige Produktion und es geht darum, den kritischen Blick der Bevölkerung zu verschleiern und da ein bisschen ein Tierwohl-Feeling nach außen zu bringen. Akzeptanz schaffen nennt Friedrich das. Für eine Überproduktion, wir haben in Deutschland, nicht in Deutschland, in Europa, eine Fleischproduktion von 119%, braucht kein Mensch. Mit europäischem Futter wäre das überhaupt nicht möglich. Also hohe Futtermittelimporte, häufig aus Ländern, wo die Menschen selber nicht satt werden. Und alles, was übrig ist, was wir nicht mehr essen wollen, weil es nur noch die Edelteile sein sollen. Aber jetzt habe ich mir sagen lassen, beim Froschkuttel-Essen ist es anders, einmal im Jahr. All das, was wir nicht mehr essen wollen, das stampfen wir zurück auf den Weltmarkt. Mit katastrophalen Folgen ist dieser Kreislauf somit wieder geschlossen. Und neben den Futterflächen importieren wir hier in Deutschland auch noch Billigarbeitskräfte, die zu Dumpinglöhnen in diesen Großschlächtereien dann schuften müssen. Und in Deutschland hier nicht selten unter menschenunwürdigen Umständen leben. Und das alles, um diese Schlachtindustrie voranzubringen. Das Geflügel ist schon großenteils in der Hand der Geflügelindustrie. Und bei Schweinen wird mächtig daran gearbeitet, dass man die Hand drauflegt. Und wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht faire Marktregeln schaffen für die Milchbäuerinnen und Milchbauern, und dann wird es über kurz oder lang so sein, dass auch die Molkereien versuchen, die Hand auf die Milchproduktion zu legen. Und dann geht es nicht mehr um Kreislauf, dann geht es nicht mehr um Nachhaltigkeit, dann geht es nicht mehr um ländliche Entwicklung, sondern dann geht es nur noch um kurzfristige Gewinnmaximierung. Und wer wie Friedrich glaubt, dass Nachhaltigkeit primär durch Effizienzsteigerung und nicht durch Ökologisierung machbar ist, der war als Landwirtschaftsminister definitiv auf falschem Platz. Christian Schmid, das ist der neue Landwirtschaftsminister, den wir jetzt haben, der täte sehr gut daran, wenn er von Berlin aus einmal Richtung Vechta-Kloppenburg fährt. Das ist eine Region, wo fast ein Drittel des Antibiotika innerhalb der Tiere verwendet wird. In dieser einen einzigen Region, ein Drittel von ganz Deutschland. Und er sollte sich dort die kritisierte Tierhaltung mal anschauen. Er soll reinstehen zwischen die Schweine, wenn das eine riesige Mastanlage ist mit Tausenden von Schweinen. Und er soll reinstehen in so eine Geflügelhalle, wo Zehntausende von Hühnchen drin sind. Er soll sich zwischen die Hühnchen stehen, damit er merkt, was es eigentlich heißt. Wo hohe Medikamentengabe schlechte Haltungsbedingungen ausgleichen müssen. Und das ist jetzt keine Kritik von mir, sondern das ist die Kritik von Theodor Mantel, er ist der Präsident der Bundestierärztekammer. Es kann mir niemand erzählen, dass in einem System, wo eine Person für 2000 Schweine oder 40.000 Hühnchen zuständig ist, dass diese Person noch einen Blick fürs Einzeltier haben kann. Und dann soll Minister Schmid in seine bayerische Heimat fahren und soll sich dort die Bauernhöfe anschauen, damit er mal sieht und den Unterschied erkennt. Damit er noch sieht, dass wir auf unseren Höfen unsere Tiere noch kennen, damit wir ihre Eigenheiten noch wahrnehmen, dass wir noch als Lebewesen respektieren und nicht nur als Produkt, das am Ende des Monats aus dem Stall geht.
Es geht darum, die Missstände tatsächlich zu erkennen und anzuerkennen und nicht das schöne Bild unserer Bauernhöfe nach vorne zu schieben und damit die große Massentierhaltung, die hinter Stacheldraht stattfindet, dann zu decken. Da reicht kein Deckmäntelchen mit ein bisschen Tierwohlflair, da brauchen wir dringend eine andere Politik. Eine Politik, die nicht für kurzfristige Gewinnmaximierung steht, sondern Mensch, Tier und Umwelt mit einbezieht. Eine grüne Politik mit Blick aufs Ganze und mit Blick auf alle Konsequenzen. Denn Ökologisierung, Tierwohl und soziale Gerechtigkeit, das geht immer Hand in Hand. Minister Schmidt hat jetzt erst in einem Interview gesagt, aufgrund unserer Exportorientierung müsse man Agrarpolitik international denken. Das klingt jetzt für mich so, als würde er jetzt durch die Kaderschmiede des Bauernverbandes gehen, um dann in den Fußstapfen von Aigner und Friedrich weiter zu marschieren. Und dann wird aus dem Ernstnehmen dieser Proteste keine Taten. Und dann wird diese Aussage lediglich auf Stammtischniveau verkommen. Und an Stammtischsprüche, da viele mir auch mächtig erinnert, wenn in Bayern, gemeinsam jetzt auch mit der SPD, lautstark Agrogentechnik abgelehnt wird. Gentechnik ist nicht akzeptiert, danach muss sich die Politik richten. Das waren Friedrichs Worte auf der Grünen Woche und Schmidt tut es ihm gleich und Barbara Hendricks, unsere Umweltministerin, stimmt dem ebenfalls zu. Doch wie es um die Zulassung von dem Pioneer Genmais 1507 ging in Europa, da haben CSU und SPD offensichtlich vergessen, mal auf den Kabinettstisch zu hauen und diese Anliegen der Bevölkerung dort zu verteidigen. Denn dort hat wieder Merkel mit ihrer gewohnten ruhigen Art gesagt, wo es lang geht. Und mit dieser Enthaltung von Deutschland, mit dieser Enthaltung von Merkel und dieser Bundesregierung haben wir unsere deutschen Stimmen an die Kommission verschenkt. Denn mit dieser Enthaltung kann sie jetzt machen, was sie will. Verantwortung geht anders. Jetzt wird es eine neue Zulassungswelle geben von Gentechnikpflanzen ohne Rücksicht auf die existenzielle Wettbewerbsfähigkeit unserer gentechnikfreien Lebenswirtschaft innerhalb von Europa hängen an dieser Branche ein stetig wachsender Markt schon Tausende oder Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Das wird aufs Spiel gesetzt mit ein bisschen grüner Tünche im Koalitionsvertrag, wo davon die Rede ist, die Vorbehalte der Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik anzuerkennen. Die richtigen Entscheidungen müssen hier getroffen werden und nicht ein bisschen Anerkennung. In Bayern, da hat die CSU die Stammtischhoheit ja wieder zurückerobert. Und das mag ja vielleicht reichen, wenn Ministerpräsident Seehofer dort ein paar Sprüche klopft. So wie mit der Frauenquote, war übrigens auch interessant. Beim Bundeskabinett war seine Frauenquote schon bei 0% erfüllt. Aber jetzt hätte er ja nochmal eine Chance gehabt, da blieb es trotzdem bei 0%. Oder wenn er jetzt Hoffnungen weckt, indem er sagt, wenn der Genmais europaweit zugelassen ist, dann verbieten wir es national. Ganz einfach. Erstens mal haben wir national noch überhaupt gar nicht die rechtliche Möglichkeit, den zu verbieten. Und selbst wenn wir es hätten, was heißt das? Wenn wir national verbieten oder die Europäische Union diese Chance einräumt, dann wird sie gleichzeitig sagen, jetzt könnt ihr national ja machen, was wir wollen und wir lassen es europäisch zu. Was nützt uns das, so ein bunter Teppich in Europa? Hier wird zugelassen, hier wird nicht zugelassen, da wächst nicht. Pollen scheren sich um keine Grenzen. Und das bedroht unsere Wahlfreiheit. Doch ich bin überzeugt, viele Bürgerinnen und Bürger werden sich nicht täuschen lassen. Sie wollen keine Anerkennung ihrer Bedenken, sondern sie wollen ein konsequentes politisches Handeln, um die Chancen für Europa und um die Chancen für uns Menschen, die wir alle hier leben, zu nutzen und nicht Probleme aufzubauen, um Konzerninteressen zu dienen. Die Europäische Union hat schon 1997
ganz offiziell ihr Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik formuliert. Und man kann es eigentlich damit auf den Punkt bringen, sie wollten ein Agrarmodell der multifunktionalen Landwirtschaft. Das ist ein sehr hoher und ein sehr zukunftsweisender Anspruch. Denn er anerkennt, dass wir Probleme nicht in einzelnen Fachbereichen und nicht nationalstaatlich lösen können. Aber diesem Anspruch gerecht zu werden, das heißt, sich den Herausforderungen auch zu stellen. Bei Umweltschutz, also Pestizide auf ökologischen Vorrangflächen, haben da einfach nichts zu suchen. Klimaschutz, Energiewende muss doch ohne Kohle und Atom möglich sein. Ernährungssouveränität anstatt billig Massenfleischproduktion und Agrogentechnik. Und faire Handels- und Marktbedingungen, soziale Gerechtigkeit vor einseitiger Marktmacht und vor Bankensponsoring. Und dazu brauchen wir ein ganz selbstbewusstes, ein gestärktes europäisches Parlament und kein verlängerter Arm der Nationalstaaten und Nationalregierungen. Und diese Europäische Union, die hat uns wirtschaftliches Wachstum, sie hat uns Wohlstand und jahrzehntelangen Frieden ermöglicht. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, braucht nur Nachrichten hören, alle halbe Stunde. Und doch dafür dürfen wir jetzt doch nicht stehen bleiben, wo wir jetzt hin. Europa muss stetig weiterentwickelt werden, im Sinne von sozialer und ökologischer Fairness. Und die Bedenken der Bevölkerung, ihre Ängste, aber auch ihre Forderungen müssen in der Entscheidung sich niederschlagen. Wir müssen die Menschen mitnehmen, wir dürfen niemand im Regen stehen und schon gleich gar niemand im Mittelmeer ertrinken lassen. Und deshalb kämpfen wir hier. Und deshalb kämpfen wir hier für eine starke grüne Stimme im Europäischen Parlament, eine starke grüne Stimme in Brüssel. Und ich hoffe, ihr seid da alle auf meiner Seite. Dankeschön.